Und da ist sie nun, Folge 200 unseres Let's Codes, Octo Awesome. Ich habe die letzten 100 Folgen mal rekapituliert und habe nachgeschaut, weil ich dachte, wir könnten traditionell, wenn man in so einem Zusammenhang von traditionell spricht, einfach traditionell die letzten 100 Folgen nochmal nachschauen, gucken, was ist passiert und was kann man davon zeigen. Jetzt muss ich leider feststellen, dass wir seit Folge 100 auch bereits unseren neuen Map Generator haben und deshalb grafisch, um ehrlich zu sein, nicht besonders viel passiert ist. Wir haben die letzten 100 Folgen hauptsächlich damit verbracht, Performance, Caching und das Generieren und den ganzen Kram irgendwie in den Griff zu kriegen. Grafisch ist nicht besonders viel passiert. Aus dem Grund dachte ich, ja komm, stellen wir uns einfach ein bisschen in die Welt und erzählen ein bisschen was. Und machen wir das am besten, indem wir uns mal kurz hier umschauen. Wir haben ja unsere Villa hier gebaut. Hier der See. Und das ist unsere Welt, in der wir die letzten paar Folgen uns bewegt haben und uns mit Klötzchen, mit der Welt auseinandergesetzt haben. Das ist eine relativ überschaubare kleine Ecke, wenn man bedenkt, dass unsere Planeten ja eigentlich riesig groß sind. Wir haben ja ganz am Anfang beschlossen, wir brauchen Rundwelten, wir brauchen große, große Planeten, damit man sich hier frei bewegen kann. Das haben wir auch getan. Unsere Planeten sind inzwischen riesig. Dieser Planet hier, glaube ich, hat 5000 mal 5000 mal, keine Ahnung, 20 oder so Chunks. Und wir haben uns für unsere Demos, glaube ich, in einem sehr, sehr kleinen Teil nur bewegt. Ich glaube, die Ecke hier, da hinten hatte ich irgendwann nochmal ein bisschen Holz entdeckt. Aber ansonsten, also Holz von irgendwelchen Bauten, die ich irgendwann mal angefangen habe. Aber sonst ist hier, haben wir uns hier einfach mal so ein bisschen fortbewegt und ich würde sagen, hier bleibe ich jetzt mal stehen. Ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen von dem, was in den letzten 100 Folgen passiert ist. Weil als ich das Projekt angefangen habe, und das kann ich ja nur immer und immer wieder erzählen, da dachte ich, komm, machst du mal ein paar Folgen, machst du irgendwie 30, 40 Folgen, länger wird das nicht funktionieren, weil ich in vorherigen YouTube-Serien eigentlich festgestellt habe, dass die Leute, wenn sie den Anschluss verlieren, eigentlich auch den Spaß am Projekt verlieren. Und ich dachte mir, gerade bei Octo Awesome, wo es ja sehr darauf ankommt, dass man mitkriegt, was vorher so passiert ist, also es ist ja im Prinzip eine fortlaufende Geschichte, eine fortlaufende Soap, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass nach 30 Folgen das eigentlich niemand mehr anschaut. Das Krasse ist, ich habe nach 30 Folgen festgestellt, dass immer mehr Leute den ganzen Mist anschauen. Und wie ich das ja in Folge 100 schon erzählt habe, es ist ein bisschen überwältigend zuzuschauen, dass, also was heißt zuzuschauen, ich bin ja mittendrin, mitzuerleben, wie so ein Projekt nach und nach wächst und nach immer mehr Zuschauer kriegt oder überhaupt, Zuschauer trifft ja leider auch nicht ganz den Kern der Sache. Es ist ja ein Miteinander, das Projekt entwickeln. Wir haben knappe, sehr, sehr verwegen schätzen, dass dieses Projekt inzwischen knappe 200 Leute regelmäßig anschauen. Von nicht allen kriege ich natürlich E-Mails, aber ich kriege von, sagen wir mal, 10 Leuten regelmäßig Feedback zum Projekt und nicht nur, hey Alter, du bist so blöd um irgendwas, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr konstruktives, an der und der Stelle hätte man es anders machen können. Hier mein Vorschlag, hier mein Codefragment. Und das ist eine Art und Weise, wie das Projekt echt sehr gut funktionieren kann. Ich hatte gerade, wenn es um YouTube geht, so ein bisschen Sorge, dass wir ganz, ganz früh Leute kriegen, die halt einfach null Bezug zum Projekt haben und die einfach nur blödes Zeug in die Kommentare schreiben. Das, mit dem habe ich tatsächlich gerechnet, ist bis dato kein einziges Mal passiert. Ich habe kein saudämliches Kommentar gekriegt, gar nichts. Es waren sicher ein paar schroffere drinnen im Sinne von, ich find's nicht gut, was du da gemacht hast
ohne wirklich einen konstruktiven Aufbau, aber es war kein Hater dabei, es war nichts, wo ich sage, das war völlig unqualifiziert und darauf bin ich extrem stolz eigentlich. Das heißt, wir haben in dem Projekt diese 200 Leute, die das schauen. Das sind 200 Leute, die wirklich daran interessiert sind, zu erfahren, wie es mit dem Projekt weitergeht, wie man nachher einzelne Teile da noch macht, bringen Ideen ein und das ist was, wo ich eigentlich nicht mitgerechnet habe. Ich habe ja schon sehr, sehr, sehr früh bemerkt, dass das in die richtige Richtung geht. Das hat damit angefangen, dass Leute wie der Patrick und der Julian gesagt haben: Hey, ist alles gar kein Problem. Wir machen jetzt einfach auch nochmal zusätzlich Software dazu. Der Manuel hat uns jetzt einen Timer gebaut. Der Susch hat da drauf aufgesetzt und da auch mitgearbeitet. Also, ich hoffe, die beiden machen irgendwann nochmal miteinander Sachen. Und so wächst dieses Projekt nicht nur als Octo Awesome, als Spiel, sondern es wächst als Community. Das heißt, Leute um das Projekt herum finden sich, machen konstruktive Dinge und das ist was, was ich tatsächlich so nicht erwartet hätte. Das ist sehr, sehr überwältigend eigentlich, weil ja, man fängt ein blödes Projekt an, es ist ein relativ anonymes Projekt gewesen anfangs, wo ich gesagt habe, ja, meldet euch nicht, ist mir eigentlich egal, stimmt nicht, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das passiert. Und inzwischen sehe ich halt, wie Julian und Patrick beispielsweise schon viel miteinander machen, die ganze Moontaxi-Geschichte und dass sich Leute einfach über das Octo Awesome-Projekt gefunden haben und jetzt miteinander coole Projekte machen. Das sind Dinge, die mich bewegt haben, die letzten 100 Folgen. 100 Folgen, 100, ein Jahr, nee, stimmt ja gar nichts. Es ist ein Dritteljahr, wenn man es mal umrechnet. Wir haben es ja jetzt fast ausfallfrei geschafft, 300, ach Quatsch, 200 Folgen zu machen, die jeden Werktag, und das ist ja eine der kleinen Änderungen, die ich in den letzten 100 Folgen gemacht habe, dass ich nicht mehr täglich, also das heißt 7 Tage die Woche ein Video mache, sondern ich habe umgestellt auf 5 Tage die Woche. Einerseits, weil ich damit natürlich ein bisschen besser klarkomme, weil es natürlich ein bisschen weniger Aufwand für mich ist, aber auch, weil ich festgestellt habe, dass sehr viele Leute, die das schauen, zeitliche Probleme haben, wenn wir das 7 Tage die Woche machen. Deshalb versuche ich inzwischen auch die Folgenlängen relativ strikt einzuhalten, weil ich natürlich versuche, das Format so zu formen, dass möglichst viele Leute wirklich davon profitieren können, das interessant finden, der Sache folgen können. Ich habe auch am Anfang, ich habe nach wie vor keine Ahnung eigentlich, wem dieses Format wirklich was bringt. Ich meine, es ist eine Mischung aus Tutorial, was nicht wirklich stimmt, weil ich in vielen Sachen einfach selber nicht so genau weiß, wie es geht. Also es ist kein Anfänger-Tutorial, weil wir eben wirklich fortgeschrittene Dinge tun. Ich meine, 3D-Rendering ist jetzt nichts, was man machen sollte, wenn man gerade frisch coden gelernt hat. Für professionelle Programmierer ist es irgendwie vielleicht so eine Art Unterhaltung, aber es ist jetzt nicht unbedingt informativ. Und der Unterhaltungsfaktor, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich in irgendeiner Form unterhaltsam sein kann oder nicht. Das kann man ja selber nie so ganz beurteilen. Aber immerhin gucken es ein paar Leute. Das stimmt mich ein bisschen positiv, was die Sache angeht. Gut, was haben wir denn noch gemacht? Also ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, um drüber nachzudenken, worüber kann ich reden in den nächsten, keine Ahnung, 30 Minuten oder so. Und es stehen ein paar interessante Sachen auf meinem Blog. Also ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, was wir alles technisch gemacht haben und daraufhin beschlossen, nichts zu zeigen, weil das alles keine visuellen Dinge sind und es eigentlich keinen Sinn macht, die Sachen zurückzuholen und sich den Stand von damals anzuschauen, weil da stehen so Sachen wie zum Beispiel Parallelisierung des Chunk Loaders oder des Caching, Performance Optimierung, Chunk Loading, Architektur Reviews, solche Dinge. Das ist natürlich schwierig zu zeigen in so einer Folge, deshalb habe ich es mir einfach von Anfang an gespart und dachte, ich erzähle einfach ein bisschen. Aber es sind halt auch ein paar andere Dinge passiert, wie zum Beispiel unser Umzug von Plattform A nach Plattform B. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir, oder ich, beschlossen, dass es irgendwie vielleicht viel praktischer wäre, wenn wir andere Plattformen verwenden. Also ich habe nebenher natürlich auch meinen Patreon-Account eingerichtet, in der Hoffnung, dass ich mein Donnerstagsabendessen finanziert kriege.
Läuft ganz gut. Also habe ein paar Bäcker tatsächlich gefunden. Der Andi ist dabei, der Christian, Markus ist da. Das heißt, da sind Leute, die mich sogar finanziell unterstützen und das ist eine geile, geile Sache. Es ist jetzt nicht, kann davon nicht leben, aber es ist eine Art der Wertschätzung, wo ich sage, okay, das ist cool. Da kann ich mir dann tatsächlich mal des Donnerstags abends essen. Das ist so ein bisschen das kleine Ziel meinerseits, zu sagen, okay, wenigstens das fürs leibliche Wohl ist gesorgt am Donnerstagabend Stream. Ja, und wenn ich schon vom Donnerstagabend Stream spreche, wir haben, ich glaube, letzten Donnerstag, also heute ist ja für alle, die das jetzt brandaktuell gucken, heute ist ja auch Donnerstag, heute ist wieder ein Stream. Und wir haben letzten Donnerstag den sechsten oder siebten Stream, ich glaube der sechste Stream, jetzt kommt gleich der siebte Stream, gemacht. Und zwar ein Stream, der nicht spontan passiert, sondern wo ich ja gesagt habe, so, wir brauchen jetzt eine Formatänderung, weil sehr viele von euch ja auch gefragt haben nach einem Stream, nach einem Live-Programm. Und wir hatten zwischendrin mal ein paar Livestreams, wo es eher darum geht, so ein paar Sachen auszudiskutieren, weil wir einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben als nur 20 Minuten für eine Folge, wo wir zum Beispiel durchdiskutiert haben, wie die Farbwelt aussehen kann, wie die Shader konfiguriert werden müssen, wie die Map Generator funktionieren. Also wo wir länger darüber diskutiert haben, in welche Richtung es gehen soll, weil wir einfach grob die Laufrichtung von Octo Awesome festgelegt haben. Aber das hat ja den meisten von euch nicht gereicht und ich muss jetzt so im Nachhinein auch zugeben, das war, glaube ich, einer der sinnvollsten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe. Die Umstellung von Offscreen-Aufzeichnung hin zum Livestream. Wie gesagt, seit sechs Streams mache ich die Aufzeichnungen der Folgen und wenn ich das jetzt mal hochrechne, sind das die letzten 30, 35 Folgen. Die Aufzeichnung der Folgen donnerstags abends in einem Livestream, der ist jeden Donnerstagabend um 19 Uhr. Und in dem Livestream quatschen wir nicht nur über alle möglichen Sachen, sondern wir quatschen, wir zeichnen auch die Folgen auf für die kommende Woche. Das heißt, wir splitten das Format gerade auf in einen Livestream, wo ihr live dabei sein könnt, im Chat mir Feedback geben könnt, mich auf meine Copy-Paste-Fehler hinweisen könnt und überhaupt aktiv mit am Projekt mitgestalten könnt, und zwar ad hoc und nicht erst nach fünf Folgen YouTube-Kommentaren dann irgendwie Einfluss nehmen, sondern ihr könnt ultimativ in dem Moment, wo ich den Code schreibe, schreien: Nein, Tom! Das ist natürlich durchaus schon öfter passiert. Und wir konnten dann live ausdiskutieren, warum andere Dinge besser sind als das, was ich gerade tue und so weiter und so weiter. Das heißt, der Wechsel auf dieses Format ist einer der großartigsten Dinge, die dem Projekt tatsächlich passiert sind. Das bedeutet für mich natürlich ultimativ mehr Stress, weil ich natürlich die ganze Sache wirklich live machen muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich früher bei den Aufnahmen ständig gestoppt habe und habe dann irgendwie die Aufnahme nochmal gestartet oder so. Das kam eigentlich selten vor. Aber es ist dennoch eine andere Art von Druck, die auf meiner Konzentration lastet, wenn ich rechts neben einen Chat habe, in dem der Live-Kontext läuft, links der Code. Und für alle, die sich immer drüber lustig machen, wie unkonzentriert ich bin, das liegt einfach daran, ich mache da gerade drei Dinge auf einmal. Ich versuche, eine Arbeit zu machen, für die es sehr, sehr viel Konzentration braucht. Wenn ich weiß, was ich meine das Coden. Ich versuche, dem Chat zu folgen. Ich versuche, Geschichten zu erzählen. Und habe ich schon erwähnt, dass ich dem Chat folgen will? Das mache ich regelmäßig und das führt ein bisschen dazu, dass die Folgen unterm Strich, also aus meiner Sicht, ein bisschen unkonzentrierter werden. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und es kam auch schon ein, zwei E-Mails, die im Prinzip genau das auch widergespiegelt haben, nämlich dass die Folgen an sich weniger informativ werden, dadurch, dass ich den Chat habe und mich so gerne ablenken lasse. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich dachte schon drüber nach, vielleicht den Chat einfach auszustellen während den Aufnahmen. Ich denke, das ist ganz legitim. Und sorgt dafür, dass ich mich wieder halbwegs konzentrieren kann. Ja, gibt mir natürlich nicht diese Pausen, die ich normalerweise zwischen den Folgen hatte, um dann auch vielleicht doch nochmal irgendwo nachzulesen, ob es irgendwie richtig ist oder mal hier ein bisschen Inspiration holen, wie das nächste Thema anzugehen ist. Also alles in allem ist es natürlich von der Struktur und vom Inhalt her besser, wenn ich das alles offline mache. Aber betrachtet man den Spaßfaktor und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen,
wie ich Feedback verarbeiten kann und ähnliches, dann geht nichts über den Livestream. Und das ist was ich auf keinen Fall wieder abstellen werde. Livestream ist genau das Format, das ich haben möchte, und ich glaube, das tut diesem Projekt auch enorm gut. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr da ein bisschen was dazu sagt. Eure Meinung dazu, das interessiert mich natürlich sehr. Also nach wie vor der Kanal per E-Mail, per YouTube, Kommentar, per Skype, per was auch immer, der ist offen. Also lasst mich das alles gerne wissen. Ich habe festgestellt, seit wir die Livestreams machen, kriege ich weniger E-Mails und weniger Kommentare in den YouTube-Sachen. Das macht natürlich Sinn, weil das unmittelbare Feedback, das man hatte in der Folge, kann man natürlich direkt im Chat loswerden. Aber hört damit bitte nicht auf, weil das hilft mir enorm, dieses Format so zu gestalten, wie es euch dann nachher gefällt. Weil ich möchte jetzt einfach nicht ignorant hier sitzen und sagen, ich mache einfach was, worauf ich Bock habe, sondern ich möchte natürlich, dass wir alle was davon haben und dass es am Ende ein Format wird oder ist. Es verändert sich ja ständig, was uns allen sehr gut gefallen wird. Auch noch die nächsten 500 Folgen. Ja, mit dem Wechsel auf einen Livestream haben wir ja angefangen, das Ganze auf Twitch zu machen. Und Twitch ist leider ein bisschen ungeeignet. Also technologisch sind die tatsächlich ein bisschen smarter als alle anderen Plattformen, die ich gesehen habe. Aber inhaltlich ist Twitch halt eigentlich eher so ein Let's Player-Format. Und das hat sich auch immer gezeigt mit den Leuten, die halt neben dem Stream noch in unseren Chat gekommen sind. Meist englisch sprechende Leute, die halt einfach nicht so genau wissen, was wir da tun, weil es halt einfach so ein Fachgesimpel ist und nichts mit Let's Plays zu tun hat. Inzwischen haben wir ja eine Plattform gefunden, die im Prinzip genau das adressiert, was wir tun. Livecoding TV. Ich habe darüber gewechselt, damals noch eine sehr, sehr junge und unerfahrene Plattform. Wir sind, glaube ich, einer der ersten Streamer, die das in der Viewerzahl machen, größer als 80 Leute, die zuschauen. Das heißt, die Plattform ist auch, also wir sind eine kleine Herausforderung für die Plattform, das habe ich inzwischen auch herausgefunden durch meine Kommunikation mit denen. Wir hatten unsere technischen Probleme in den ersten Streams, weil ich weiß nicht so genau, ich weiß nach wie vor nicht genau, woran das liegt, aber wir hatten durchaus den ein oder anderen Streamabriss und so. Das wird offensichtlich jetzt besser. Also ich möchte unbedingt bei Livecoding TV bleiben, weil ich eben sehr schätze, dass diese Plattform genau das tut, was wir auch tun. Coden und das im Live-Format. Das ist also, auch wenn sie technologisch vielleicht noch nicht ganz so ausgebaut sind wie Twitch, also auch keine API und keine Zusatzfeatures, kein Firlefanz, bin ich trotzdem der Meinung, dass das die richtige Plattform dafür ist. Deshalb, also ich bleibe da weiter bei und ich hoffe, dass ihr auch die Plattform einigermaßen zu schätzen lernt oder wie auch immer. Ich habe gesehen, Leute wie Julian zum Beispiel streamen jetzt auch einfach ihre eigenen Projekte. Das ist eine großartige Sache. Also fühlt euch da jetzt auch gerne inspiriert, das selber zu machen, eigene Streams zu machen. Erwähnt das bitte auch gerne im Chat. Ich gebe das dann auch gerne weiter, weil ich das Format einfach großartig finde. Und je mehr Projekte es gibt, bei denen man ein bisschen was lernen kann, bei denen man anderen Entwicklern über die Schulter schauen kann, umso besser, meiner Meinung nach. Deshalb, also lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr selber aktiv sein wollt oder aktiv seid, dann kann man da gerne quer verlinken und guckt euch das Livecoding-TV-Programm mal an, vielleicht ist ja da auch noch ein bisschen was dabei. Mit Livecoding-TV sind wir ja im Prinzip auch mit unserer Source-Code-Verwaltung umgestiegen. Schweren Herzens muss ich jetzt, also damals schweren Herzens, inzwischen bin ich sehr, sehr froh, dass wir es getan haben. Ich habe angefangen auf Codeplex, der ein oder andere erinnert sich. Wir waren dort, weil Codeplex ja ein TFS ist, also Team Foundation Server, so die Microsoft-Lösung für GitHub. Und ich ganz, ganz großer TFS-Fan bin eigentlich. Nur was wir halt leider feststellen mussten, ist, dass Codeplex auch nicht mehr ganz so die hohe Priorität bei Microsoft genießt, als das anfangs der Fall war. Microsoft-Projekte selber ziehen um von Codeplex nach GitHub und es gibt sogar einen Importer auf GitHub, der genau gezielt Codeplex-Projekte rüberzieht, inklusive den ganzen Check-ins, die drinnen waren, und genau das habe ich getan. OctoAwesome ist rübergewandert auf GitHub und seitdem, und das hat mir auch ein bisschen überwältigt. Also die GitHub-Integration in Visual Studio sei dahingestellt. Das ist, kann man mögen, kann man nicht mögen. Also es ist nicht ganz so ausgereift wie die TFS-Integration. Aber die Plattform bietet halt irrsinnig viel Mehrwert. Also wer sich inzwischen den Source Code mal angeschaut hat, der wird feststellen,
Viele, viele Leute haben das Projekt geforkt. Und forken heißt lokale Kopie machen, um lokal weiterzuarbeiten. Und da denke ich zum Beispiel an Lassi, der uns ein paar Physik-Bugs noch rausgenommen hat. Und das erlaubt mir dann, Änderungen, die andere Leute am Source Code machen, wieder in unseren Hauptbranch einzuchecken. Und das mache ich auch ganz gerne bei Sachen, die weniger schwerwiegend sind. Also ein paar Schreibfehler zum Beispiel. Oder wenn uns jemand ein README einfügt. Solche Dinge, die füge ich dann einfach ein, ohne sie in den Folgen zu erwähnen. Aber vor kurzem hat jetzt auch irgendjemand einen Fork gemacht, der das Caching-System überarbeitet hat. Das checke ich jetzt nicht einfach so ein, sondern das würde ich dann einfach in einer der kommenden Folgen auch mal behandeln. Gucken, was hat der Mann gemacht, um dann die einzelnen Punkte anzugehen und dann in unser Hauptprojekt mit rein zu merchen. Also GitHub fördert noch ein bisschen mehr dieses Zusammenarbeiten, sodass ihr die Möglichkeit habt, am Projekt gezielt Dinge zu verändern und mir nicht nur eine E-Mail zu schicken, du in Datei bla bla, ändere mal Zeile 15 auf blub, sondern ihr forkt das Ding einfach, verändert es selber und schickt es mir zurück. Und ich muss dann nur noch ein Merge machen. Ich muss es dann nicht mehr händisch ändern, sondern es passiert einfach ein Merge und das Ganze ist dann drin. Also fühlt euch auch da berufen, einfach mal den Source Code mit auszuchecken, das Ganze zu beobachten und gerne den Code zu verändern. Wenn es eine schwerwiegende Veränderung ist, werde ich mit euch Kontakt aufnehmen und werde das irgendwann in der Folge machen. Wenn nicht, dann merge ich es einfach so ins Projekt mit rein. Also da habt ihr völlig freie Hand und ich freue mich da auf eure Zuarbeit. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Es gibt seit bestimmt ja auch 30, 40 Folgen ein Wiki. Das Octo Awesome Wiki hat im Prinzip schon eine lange, lange Tradition. Das habe ich damals schon bei Codeplex eingefügt und Patrick hat dann auch die eine oder andere Veränderung drin gemacht und hat ein bisschen was editiert. Inzwischen gibt es aber ein richtiges Wiki, ist ein Media-Wiki, das ich eingerichtet habe, unter octoawesome.net zu erreichen oder wiki.octoawesome.net und da kann man dann nicht nur die wichtigsten Links auf die wichtigsten Seiten sehen, sondern da gibt es einen Episoden-Guide inzwischen und da auch nochmal vielen, vielen Dank an Manuel, der sich die Mühe gemacht hat, dort einen Großteil der Episoden schon einzupflegen. Man kann also auf die entsprechende Episodenseite. Dort gibt es dann den YouTube-Player, der ist da eingebunden. Außerdem gibt es eine Kurzbeschreibung und einen Link auf den Source-Code und zwar auf den Stand zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge aufgenommen wurde. Und das ist der Hammer eigentlich. Das ist die unmittelbare Möglichkeit, dem Projekt auch nochmal im Nachhinein zu folgen, ohne dass man sich 200 Folgen reinziehen muss, ohne dass man sich irgendwo auf YouTube, und da bin ich auch noch ein bisschen am Überlegen, wie das mit YouTube weitergehen soll, ohne, also bei YouTube dann die entsprechende Folge zu suchen, das ist dann immer ein bisschen, naja. Ja gut, und außerdem gibt es dort, und das ist so ein bisschen mein Masterplan für die Zukunft, so eine Art Tagging oder ein Themenverweis. Das ist leider noch nicht ganz so ausgereift, aber wer sich da berufen fühlt, gell, also schreibt mir einfach und ich richte euch einen Wiki-Account ein. Ihr dürft da gerne mit dran teilnehmen. Fühlt euch also auch hier berufen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Das muss nicht viel sein. Also keine Sorge, wenn ihr einen Account habt, heißt das nicht, dass ich von euch erwarte, dass ihr da täglich irgendwelche Änderungen macht, sondern wenn ihr einfach mal ab und zu Bock habt, meine Schreibfehler zu korrigieren oder zum einen oder anderen Thema ein bisschen Linksammlung oder so einzufügen, macht das gerne. Schreibt mich einfach an, ich richte euch einen Wiki-Account ein und dann könnt ihr da gerne mit dran arbeiten oder eure eigenen Ideen oder eigene Themen mit einfügen. Also bitte sagt mir da einfach Bescheid. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Vielleicht noch so ein bisschen, wie für mich das Ganze sich so ein bisschen gestaltet hat. Wie gesagt, das hat angefangen mit einem Projekt, dass ich im Prinzip dachte, dass es nicht besonders lange funktioniert. Und inzwischen sind wir bei Folge 200. Wir haben es noch gar nicht hochgerechnet. Also 200 Folgen a 30 Minuten heißt 100 Stunden Arbeit sind eineinhalb Arbeitswochen. Zweieinhalb Arbeitswochen. Und das ist eine relativ wenig Zeit eigentlich. Also wenn man sich anschaut, wie geil das Projekt inzwischen geworden ist, dann ist das, glaube ich, relativ
wenig Zeit, aber trotzdem gezogen auf dieses letzte Dreivierteljahr, halbes Jahr, Dreivierteljahr ist, ja doch, es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist auch ein Auf und Ab für mich gewesen, weil ich zwischendurch natürlich auch nicht so sicher war, wie lange das noch gehen soll oder ob ich da überhaupt die Zeit und die Ressourcen habe, da weiterzumachen. Aber eigentlich ist es jeden Donnerstagabend so, ich sitze in diesem Stream und ich sehe halt, dass da irgendwie 50, 60 Leute zuschauen, die aus irgendeinem Grund tatsächlich wissen wollen, wie es hier weitergeht. Ich habe bislang noch keine Ahnung, warum das so ist. Dann bin ich immer wieder, ja, zutiefst gerührt und motiviert, das Ding einfach weiterzumachen. Und weiterzumachen. Und es ist ja auch nicht so, dass uns die Themen ausgehen oder dass wir uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen, sondern wir haben schon sehr, sehr viel geschafft. Wir sind eigentlich schon, also eigentlich bin ich sehr, sehr stolz auf Dinge, weil das sind Themen drinnen, von denen ich, als ich angefangen habe, auch noch keinen Plan hatte. Und wir haben es einfach durchgekämpft. Gemeinsam, nicht nur ich, sondern ihr habt es ja ein bisschen mitgefiebert und habt mir per E-Mail auch immer wieder ein paar nützliche Links geschickt, in welche Richtung es weitergehen kann. Je weiter wir da eintauchen in diese grafischen Sachen, umso mehr kann ich sagen, Leute, das da ist kein Tutorial, weil ich selber keine Ahnung habe. Aber ich lerne auch enorm viel dazu. Also es ist für mich nicht nur verschwendete Zeit, es ist nicht nur, keine Ahnung, irgendwas machen, um Leute bei Stange zu halten, sondern ich lerne hier enorm viel. Und ich hoffe, euch geht's auch so, wenn wir die ein oder anderen Sachen angehen. Mag sein, dass das nicht immer die perfekte Lösung ist, aber es ist eine Lösung. Und wie ihr seht, kann man relativ schnell ein paar schöne grafische Sachen machen und kann relativ schnell zu irgendwas kommen, was relativ akzeptabel ausschaut, würde ich mal sagen. Und ja, denke, ja, was soll ich sagen? Bleibt dabei, sprecht mir gut zu und wir machen das Ding noch die nächsten 1000 Folgen oder so. Weil vor uns liegen noch, und ich möchte da mal nur kurz dran erinnern, dass wir in unserer To-Do noch irrsinnig viel Zeug drinnen haben. Vor uns liegen, und jetzt haltet euch fest, die Shader. Das ist das, was wir, glaube ich, in naher Zukunft machen wollen, weil da habe ich mich jetzt durchaus ein bisschen umfangreicher eingelesen. Ich habe ein paar Tests gemacht, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich denke, ich werde in den nächsten 20 Folgen irgendwann so zwei, drei Folgen Basics zu Shadern machen und dann können wir loslegen, unsere eigenen Shader programmieren. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Deshalb, ich werde sicher zwei, drei Folgen machen müssen, die nichts mit Octo Awesome zu tun haben, einfach um die Shader-Problematik oder die Shader-Theorie in irgendeiner Form in einem kleinen Testballon quasi, in einer kleinen Testapplikation zu machen. Weil die ganzen Shader so von 0 auf 100 in Octo Awesome einzupflegen, das hat auch für mich nicht ganz so gut funktioniert. Also auch ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen mir die eine oder andere Testapplikation gebaut, wo ich erstmal mit Dreiecken gemacht habe, mit Würfeln und da selber mich reingefuchst habe. Das habe ich schon mal irgendwann gemacht, das ist schon lange her. Aber leider vergisst man solche Sachen auch ganz gerne wieder, wenn man das nicht regelmäßig macht. Deshalb, also auch ich, das ist einer der wenigen Themen, in die ich mich wirklich einlesen musste. Aber ich hoffe, das rentiert sich und ihr könnt ja da mal sehen, wie das alles funktioniert. Und dann werden wir die ganze Sache in Octo Awesome einbauen. Was uns außerdem fehlt, und das ist, glaube ich, auch was, was wir in den nächsten 100 Folgen angehen werden, ist der Multiplayer Krimskrams. Ob es direkt Spieler gegen Spieler oder Spieler mit Spieler sein wird, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir in naher Zukunft sicher die eine oder andere autonome Einheit einfügen. Und das wären quasi NPCs, Tiere. Und eigentlich spricht da nichts mehr dagegen, noch den großen Schritt zu gehen und die ganze Sache dann halt auch mit anderen Spielern zu machen. Der große Schritt hin zum Multiplayer, das heißt zu einer Server-Client-Architektur, das ist ein größerer. Weiß ich nicht genau, ob wir das schaffen in den nächsten 100 Folgen. Aber mein Plan ist da und unsere Architektur ist ja eigentlich auch schon soweit. Wir können also theoretisch bald loslegen mit all diesen Dingen. Das heißt, wir haben noch viel vor uns, sehr viel vor uns. Auch wenn in den letzten 100 Folgen grafisch nicht viel passiert ist, wird wahrscheinlich, es wird auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, Patrick und Julian kommen mit dem Map-Generator für die Bäume bald klar. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Vegetation und dann sind unsere Maps eigentlich auch schon halbwegs rund. Und parallel machen wir dann einfach, ja, die ganze Architektur. Wir haben im letzten Stream drüber gesprochen, wie Ressourcen funktionieren sollen, das Crafting-System.
und all diese Dinge. Das heißt, vor uns liegt eine lange Liste mit sehr, sehr spannenden Themen, die wir gemeinsam angehen können. Und ich freue mich da schon tierisch drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das unter dem Stress des Livestreams machen soll, aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie halbwegs hin, ohne dass ich mich schämen muss für das, was wir dann nachher produzieren. Mal schauen, mal schauen. Ja gut, dann soll es das im Prinzip jetzt auch gewesen sein. Das war meine Folge 200 für euch. Ich möchte hier noch ein bisschen rumlaufen, weil ich die Szene so schön finde. Weil wir hier im Grunde den schönen Nachthimmel haben und die Welt uns zu Füßen liegt. Ich kann einfach jedes Mal, wenn ich Octo Awesome aufmache, freue ich mich wieder über diese Welt, wie schön das hier alles ist und ja, wie toll wir das eigentlich gemacht haben. Ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher geleistet haben, weil in der Theorie wusste ich alles, wie das funktioniert. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Aber ja, wir haben es einfach gemeinsam geschafft. Und also für mich immer noch der bewegendste Moment, wo der Map Generator reinkam, wo dann plötzlich aus meiner hässlichen Sinuskurve diese schöne Welt wurde hier. Mit Bergen, mit unterschiedlichen Regionen, mit unserem See da vorne, der leider ja noch nicht als See fungiert. Aber naja, immerhin ist er schon mal von der Form her da. Ja, und wir haben da was geschaffen, was ich glaube ich, wofür wir uns nicht unbedingt schämen brauchen. Also man kann hier echt Spaß haben. Wer bist denn du? Bin Ameise. Das ist ja interessant. Ob es wohl doch noch Leben gibt auf diesem Planeten? Wir, das heißt du und ich, werden es sicher bald rausfinden. Aber jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss und eigentlich bis morgen, wenn es denn wieder heißt, Let's Code Octo Awesome. Bis dann.